Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben gleich mal eine Störung der Solaranlage reinbekommen. Eine ist mal wieder reparaturbedürftig. Wir haben momentan einen Sonnensturm. Unsere elektrischen Geräte funktionieren überhaupt nicht. Ich hoffe, dass unsere Speisekammer safe ist. Ich muss mal gerade schauen, 10 Grad. Ja, das ist nicht gut, denn da gelten die Sachen dann als ungekühlt. Aber just in diesem Moment hier oben ist es auch schon wieder gut. Das heißt, unsere Geräte werden langsam aber sicher wieder angehen. Man hört schon hier das Geknistere. Ich gehe mal kurz auf eine höhere Geschwindigkeit, damit das hier mal wieder in Ordnung kommt. Was ist denn da los? Wir haben eigentlich genug Energie. Nanu? Sind ja auch noch alle Verbindungen da? Na, jetzt ist alles wieder gut. Okay, das hat lange gedauert. Aber inzwischen auch wieder tiefgekühlt hier. Von daher können wir oder brauchen wir nichts tun. So, diesen Plan hier werde ich mal entfernen. Ich werde hier definitiv keinen Floh mehr bauen. Das ist Geschichte. Wir können aber dann auch im gleichen Zug dann mal hier diese Wände abbauen und an der Wand hinsetzen, damit wir das einheitlich haben. Außerdem, Moment, hier unten, das ist auch noch Sandstein. Ja, dann können wir das da auch machen. Da werde ich mal kurz ausbuddeln alles und weg damit. So, jetzt aber mal zum Gesellschaftsraum. Der wird ja mal höchste Zeit. Wir haben genügend Holz, also kommt da jetzt ein feiner Holzboden rein. Oder ein Teppich. Ein Teppich ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben diverse Möglichkeiten. Sollen wir in den... Ja, ich glaube, ich mache das. Wir setzen hier einen cremefarbenen Teppich in unsere Erholungslounge. Ich finde, Teppich ist was ganz Besonderes. Also Holzböden, das hat heute ja eh jeder. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Aber ich denke, einen Raum in Teppich können wir durchaus machen. So, hier, Livy, mehrfach versagt beim Bauen der Granitwände. Das gibt's ja wohl nicht. Da sind wir eigentlich bessere Arbeit gewöhnt. Aber gut. So, jetzt wird hier mal was gebaut. Vielleicht klappt's ja diesmal. Kommt ja, die gibt alles. Vielleicht machst du mal eins zu Ende. Ach, das ist der Boden jetzt erst. Okay. Da ist eine Wand. Da kommt die nächste Wand. Dann können wir jetzt hier zumachen. Und da auch. Und ja, unsere Lagerräume, wunderbar, wunderbar. So, der Teppich verbraucht nur Stoff, von dem wir... Ja, nur. Wir haben nur noch 775 Stoff. Ich habe aber hier umgestellt auf Baumwolle. Wird auch gerade neu eingepflanzt. Wartet mal. Haben wir so wenig Baumwolle, obwohl da gerade geerntet wurde? Ah, nein! Ah, wisst ihr was? Durch den Stromausfall der Sonneneruption haben wir natürlich alle Felder verloren. Der Nachteil, der große Nachteil der hydroponischen Gärten, ja. Das ist dann jetzt leider so. So, jetzt ist auch noch nachts, das heißt, die Lampen gehen aus. Dann müssen wir mal warten. 725 Stoff ist nicht das meiste. Haben wir denn hier draußen schon was fertig? Ja, einiges könnte bald geerntet werden. Hier 68%, 73%. Da gibt es schon auch bald was. Tiger hat noch leichtes Risiko für Nervenzusammenbruch. Wir müssen mal schauen, wie es Livy geht. Die liegt ja noch verletzt vom Dromedar in der letzten Folge in der Krankenstation. Das war auch eine knappe Sache. Und Tiger legt sich auch wieder hin. Ist gut so. Eine Behandlung brauchen die beide gerade nicht. Aber erholen sollen sie sich. So, hier draußen scheint aber was fertig geworden zu sein. Jawohl, das komplette Stromdingens ist fertig, so wie ich das haben wollte. Das heißt, wir werden jetzt diese Zuleitung hier kappen. Und zwar komplett bis hier. Und oh nein, oh, das kommt auch immer zur ungünstigsten Zeit. Ein Überfall. Okay, dann erstmal alle in die Sicherheitszone. Da müsste ich eigentlich nochmal prüfen, ob das noch okay ist, die Zone. Hier sieht es gut aus. Hier unten ist auch alles gut. Okay, alles klar. Also alle in den Sicherheitsbereich, damit Estrada auch, unsere Nachtarbeiterin, schnell reinkommt. Und wir gucken mal, was passiert. Stammesmitglieder von der Fraktion Die Mama Dingster Mumster vom Hochland sind in der Nähe aufgetaucht und sie greifen sofort an. Alarm.
Ja, okay, das ist mit Sicherheit der größte Angriff, den wir je hatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Zu viele. Ja, ganz schnell rein, Estrada. Oh, Dez ist auch noch unterwegs. Na gut, die werden ja, ich hoffe, dass oben keiner mehr... Nein, Gott sei Dank. Wenn da jetzt noch einer ganz oben wäre hier, um das Eisen reinzuholen von... Ja, zum Beispiel von hier wäre ja... Leg ja noch was rum, aber ich glaube, wir hatten irgendwo doch noch ein Vorkommen abgebaut. Oder ist das auch schon reingetragen worden? Oh, hier, da ist ein Dromedar, da müssen wir aufpassen. Das wird bestimmt bald verrückt und greift uns dann an. Wahrscheinlich auch noch zusätzlich zu den Stammesmitgliedern. Okay, unsere Leute kommen jetzt erstmal rein. Wir müssen einige Leute wecken, leider. Gut, dass wir ein bisschen aufgerüstet haben. Wir haben ja inzwischen gute Waffen. Teddy, der beste Schütze, hat hier ein Energiegewehr. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und wir haben Geschütze, die ich eigentlich gerne noch verstellen wollte. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Aber das wird uns auf jeden Fall etwas helfen. Stellen wir mal unsere Leute hier auf. Auch Livy muss ran. Ist natürlich unangenehm, da sie gerade ja wieder gesund ist, sage ich mal. Ich kann die doch hinter die Geschütze stellen, ne? Ja, hinter die Geschütze geht's. T-Boat braucht nicht kommen, Arthur braucht nicht kommen, Estrada muss natürlich kommen, die stellen wir mal dahin. Duffy, Banzo auch nicht, Tiger und, aber Juli hat noch ein Gewehr. Die stellen wir dann dahinter. Okay, so, wollen wir hoffen, dass das alles jetzt klappt. Banzo ist natürlich langsam. Obwohl, er ist gar nicht mehr so langsam, aber da kommt auch schon die Rote Armee. Ich hoffe, dass alles gut geht. Gut, dass wir unsere Kraftwerke eingemauert haben. Was ist denn jetzt los? Oh, ich dachte schon, ich hätte irgendwo schon Geschütz gehört, aber das war, glaube ich, die Musik. So, die gehen eine große Runde, kommen aber alle hier oben her. Ich glaube nicht, dass einer nach unten geht, oder? Nein. Wie sind die denn überhaupt bewaffnet? Ich meine, Stammesmitglieder haben eh fast nur Bögen. Nahkampfwaffen, Speere und so, die haben selten oder eigentlich gar nicht moderne Waffen. Naja, aber trotzdem so ein Bogen, das kann ich euch wohl sagen, ist auch extrem gefährlich. So, wir haben schon den ersten Tod. Den zweiten, den dritten, beziehungsweise bewusstlos. Hier geht's ganz gut ab. Oh ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Geschütze, ja... Kopfschutz, okay. Und der Rest flieht. Ich würde sagen, das ist sehr gut gelaufen. Ja, und an dieser Stelle will ich auch gerne nochmal zugeben, dass diese Verteidigungsanlage durch die Schießscharten schon extrem gut ist. Man müsste sich glatt fragen, ob man das Spiel nicht noch eine Schwierigkeitsstufe höher stellt, wenn man mit den Dingern spielt. Aber ganz ehrlich, komm. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben und nicht nur arbeiten. Oh, schaut mal. Trotzdem schwer verletzt, Schnitt ins Herz. Teddy, kurz vorm Tod, in 8 Stunden. Livy, das ist noch die alte Verletzung. Ich gehe eben alle durch. Estrada ist verletzt, hat aber keine unmittelbare Gefahr. Tiger, das sind ebenfalls die alten Verletzungen. Also, da müssen wir Livy aber ganz schnell, nein, Teddy ganz schnell in die Krankenstation schaffen. Hier, sofort Schlaf bis geheilt. Hoppla, jetzt muss ich den Befehl neu geben. Und Livy wird sofort die Behandlung durchführen. Die kann hier stehen bleiben. Okay, Teddy liegt. Dann können wir jetzt den Befehl geben. Behandeln. Und dann gucken wir. Okay, durch die Verbände schon direkt die Blutungs- oder Todesgefahr gestillt. Halt, Moment, Livy. Du bist noch nicht fertig. Estrada ist ebenfalls gefährdet. Also bitte auch hier natürlich sofort behandeln. Gut, gut, gut. Dann können wir unseren Leuten auf jeden Fall wieder den Bereich freigeben. Und wir schauen dann mal, wer draußen bewusstlos liegt, ob wir da jemanden von fangen wollen oder nicht. Einige sind bewusstlos gewesen. Ich weiß nicht, ob die inzwischen schon tot sind. Ja, das sieht so aus, als ob dieser hier ist bewusstlos. Moment, wenn wir mal kurz die Pause anmachen, dann sehen wir, wo die Ausrufezeichen aufsteigen. Also, Dinosaurier, Feuerhüter und Präriehund, Einzelgänger. Die Leute leben noch. Ich gebe auf jeden Fall mal eben alle Waffen frei. Die können wir nämlich dann auch verkaufen zur Not. So, und dann schauen wir jetzt nochmal. Tod, 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 Tod und Tod. Ebenfalls Tod, Tod.
Ja, dann sind es wirklich nur die beiden hier, die Ausrufezeichen steigen scheinbar immer gleich auf. Was ist hier kaputt? Ah, da ist ein Stromkabel kaputt. Oh, das heißt, dass dieses Kraftwerk derzeit nicht angeschlossen ist. Da haben die sich doch tatsächlich dran zu schaffen gemacht. Vielleicht, weil die Tür offen stand. Gut möglich. Oder unsere Geschütze haben da hochgeschossen. Das kann natürlich auch sein. Als die Angreifer geflohen sind. Gut möglich. Also, Dinosaurier, was bist du denn für jemand? Wir gucken kurz nach. Stark neurotisch, Raufbold, schneller Geher, verweigert aber nichts, ist somit ein recht guter Durchschnittscharakter. Ich würde sagen, wird gerettet. Und hier, Pessimist, zu klug, Nudist. Naja, verweigert sozial, sonst aber eigentlich auch zu gebrauchen. Ich würde sagen, die retten wir beide. Ist nur die Frage, wen wir jetzt rausschicken. Also Duffy rettet Dinosaurier, beziehungsweise retten. Ich sage immer retten, wir fangen die natürlich. Wenn die mitgehört haben, haben die wahrscheinlich schon gedacht, ha, wir werden gerettet. Nein, nein, liebe Freunde. Da habt ihr euch falsche Vorstellungen gemacht. Das wird ein bisschen anders laufen hier. So, also, die beiden sind in ihren Gefängniszellen verstaut und Präriehund hat auch eine schwere Krankheit. Wir gucken gleich mal nach, wie schwer die anzuwerben sind. 95% ist natürlich schon schwer. Gucken wir trotzdem oder machen wir trotzdem. Hier mit 92% ein bisschen leichter. Naja, und bei Smiles mit 86%, da hätte ich eigentlich schon gedacht, dass wir längst Erfolg haben müssten. Vor allem, weil unsere Gefängnisaufseherin ja auch einen extrem hohen Sozialskill hat. Halt, Estrada, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Obwohl ja doch. Ist alles okay, die kann wieder laufen. Kann wieder gehen, kann wieder arbeiten, meine ich. Moment, Teddy war ja auch derjenige, der schwer verletzt ist. Der ist ja beinahe gestorben. Aber auch da ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung, genau. Repariert das mal. Vor allem das Stromkabel hier bitte. Das wäre schon sehr wichtig. Ich meine, klar, die Wände, die wollen wir nicht vernachlässigen, aber hier bitte. Diese hier. Hallo. Alles klar, alles wieder in Ordnung. Gut, da wird hier aufgeräumt, die Leute werden verbrannt, die Keulen und alles sammeln wir ein. Die zwei Rauchblattjoints sind sicher auch noch gut zu gebrauchen. Behandlung benötigt, das ist Arthur, das wird wahrscheinlich wieder das Krebsgeschwür sein, ist auch so. Ist übrigens immer noch klein, aber dadurch, dass wir ständig behandeln, wächst es glaube ich auch nicht ganz so schnell. So, einige haben schlechte Laune, na, die sollen sich einfach einen rauchen gehen, würde ich sagen. Dann wird das schon wieder. Oh, schade, das ist ein schlechtes Überlebensgewehr mit nur noch 18% verbleibenden Trefferpunkten. Das kann man tatsächlich wegschmeißen. Dann hier ist noch eine Wall, eine Wandlampe, die wir irgendwo hinsetzen könnten. Haben wir denn irgendwo noch ein bisschen dunkel oder geht das eigentlich alles? Hier muss natürlich noch... Oh, wir haben Käfer. Wir haben Käferbefall. Na gut, dass Käfer keine Gefahr sind, ganz ehrlich. Ich habe nämlich keine Lust auf die Viecher. Da gehen wir eben schnell rein und erledigen das. So, die brauchen im Grunde nur ein kleines Schüsschen. Dann sind die erledigt und die Kolonie beschießen wir jetzt eben. Naja. Rick ist kein schlechter Schütze, aber hat halt eine sehr ungenaue Waffe. Nur nicht, dass er jetzt einer reinläuft. Also ernsthaft? Naja, er hat schon mal getroffen, also. Von daher lassen wir das mal laufen. Na, endlich. So, hier ist ein bisschen, nicht... Jetzt habe ich den Teppich verboten. Einen Moment, das muss ich wieder... So, das ist wieder okay. Und den Geleehaufen hier, den hätte ich gerne freigegeben. So, was haben wir da? Eine Leuchtkapsel. Was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen, oder? Eine biolumineszierende Kapsel der Rieseninsekten leuchtet eine sehr lange Zeit, bevor sie vergeht. Aha. Interessant. Eine Lichtquelle also. Das werden wir mal deinstallieren. Und Rick darf auch wieder laufen. Ja, Rick ist langsam. Für Rick haben wir ja auch gesagt, sobald der ein bionisches Bein oder besser eigentlich einen rechten bionischen Arm bräuchten wir eigentlich, dann kriegt der den. Das habe ich zugesagt und das habe ich auch nicht vergessen. Präriehund hat Wundinfektion und ein Waffenhändler ist in der Nähe. Haben wir die ganzen Keulen hier schon eingesammelt? Nee, schade. Vielleicht machen wir das mal eben dringend. Dann können wir den Müll nämlich verkaufen. Bringt ja sicherlich ein paar Silber ein.
Aber jetzt ist gerade Schlafenszeit. Hoffentlich ist das Schiff gleich noch da. Also, ich mache erstmal die, mache erstmal den Strom hier aus. Denn die Geschütze brauchen jetzt nicht Dauerlaufen. So, jetzt wird das Kabel abgerissen. Jetzt sind die auch tatsächlich aus. Und jetzt können wir uns mal angucken, wie das hier läuft. Ne? Also, ich denke, habt ihr euch aber auch schon so denken können. Das läuft jetzt so. Genau, und nicht anders. Oh, Moment mal. Ah, da oben ist aber tatsächlich noch ein Kabel. Hier total hinüber. Ich dachte, das wäre repariert worden. Das ist ja doof. Das Kraftwerk ist gar nicht angeschlossen momentan. So, die Batterie. Die Batterien sind dementsprechend natürlich auch hier am Limit. Jetzt geht alles aus. Ah. Das Kraftwerk sollten wir schon wieder dran kriegen. Das habe ich auch nicht abgerissen. Das ist hier bei der... beim Kampf geschehen. Da haben die Geschütze das wahrscheinlich kaputt geschossen. Wobei ich ja der Meinung bin, das dürfte eigentlich nicht passieren, weil das sind ja unsichtbare Kabel und damit die unsichtbar sein können, müssten die ja eigentlich unter der Erde vergraben sein und da würde ich mal sagen, so ein Geschütz, das so auf Hüfthöhe schießt. Meine Güte, was ist los? Das sollte eigentlich kein Problem mit Kabel verursachen. So, wir werden jetzt die Geschütze noch ein bisschen anders positionieren, wobei ich hatte den Eindruck, dass die ganz gut stehen. Ich lasse die auch so. Die Geschütze sind gut, wir können unsere Leute dahinter stellen. Dank der diagonalen Schießstarten. Ich hätte hier noch einen reinstellen können und hier auch. Die habe ich vergessen. So, Dez. Da gucken wir jetzt mal an, warum du immer noch Zusammenbruchsrisiko hast. Vergnügungsmangel. Dabei könntest du ja wirklich was tun. Pausen gibt es ja genug. Ist auch alles korrekt eingestellt bei dir, also. Muss er nochmal machen. So, ich möchte eigentlich, dass das hier bei ihm gebaut wird. Kann er nicht. Dann soll Livy das tun. Das ist nämlich gerade wichtig, finde ich. Okay, jetzt ist alles wieder am Netz. Und dann sollten sich die Batterien jetzt hoffentlich auch wieder ein bisschen schneller aufladen. Läuft. Wir könnten Zusammenbruch Trauer. Oh, Tiger läuft traurig umher. Die Ursache ist stärkere Schmerzen. Rippe zertrümmert, Schussnarbe in der rechten Schulter. Stärkere Schmerzen. Für Tiger könnte man auch was tun. Es gibt diese Chips, die man implantieren kann, die sich, also so Schmerzunterdrücker. Chip? Ich kann es gar nicht anders formulieren. Es ist einfach ein Chip, der wird implantiert, der unterdrückt die Schmerzen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das würde sehr gut sein für Tiger. Jetzt müssen wir warten, bis er sich beruhigt. So, der Teppich ist fertig. Meine Güte, sieht das ja aus. Wird hier gar nicht aufgeräumt? Wieso kommt denn durch den Teppich noch dieses Geröllzeugs durch? Ja, ich glaube, das muss noch aufgeräumt werden. Hier ist auch noch ganz viel Schleim. Igittigit. Ist das denn hier in der richtigen Zone drin? Ja, okay. Oh, wir haben jemanden angeworben. Smiles bei 3,8% Chance. Herzlich willkommen. Ja, die schnappt sich erstmal das Standard-Outfit. Im Moment hat sie natürlich nicht gemacht. Sie hat sich wahrscheinlich irgendwas genommen. Wir müssen ihr aber sagen, dass das Standard-Outfit hier der Standard ist. Und vielleicht muss sie sich dann nochmal neu einkleiden. Ja, sie läuft auf jeden Fall gerade hierher. Jawohl, hat den Parker ausgezogen, der ist schäbig. Okay. So, dann gibt es natürlich jetzt noch die Einteilung für Smiles. Und dann haben wir schon wieder 9 Kolonisten. So. Sind in der Tat etwas viele Kolonisten. Ich bin ja sonst immer sehr vorsichtig, was die Anzahl angeht. So, auf jeden Fall schlachten, das kannst du gut. Und kochen kannst du auch gut. Warte mal. Wen können wir denn dafür entlasten? T-Boat können wir dafür rausnehmen. Das ist gut. Dann kochst du mehr. Machen wir das beides auf 2. Brauen auch. Wir brauen zwar noch nichts. So, reparieren könntest du auch. Dann mach das auch mal auf 3. Abbauen ebenfalls. Bauen auch auf 3 von mir aus. Ist jetzt kein sehr guter Handwerker, aber besser als nichts. Load haben wir noch gar nichts. Und dann kannst du auch Träger sein.
Das machen wir jetzt auf zwei. Wenn nichts zu tragen und nichts zu reinigen ist, dann kommt hier Reparatur, Abbauen und Aufbauen noch in Frage für Smiles. Und wo ist er denn? Ah, da. Mhm. Pennt. Haben wir eigentlich genug Betten? Ja, ist das letzte Bett. Oh, hoppla. Könnte es tatsächlich sein? Ja, es ist sogar so. Oh, das ist ja interessant. Wir haben keine freien Betten mehr und noch zwei Gefangene. Doch, ein Bett ist noch frei. So, da, das habe ich nicht gesehen. Ein Bett ist noch frei, aber das reicht natürlich nicht, wenn wir jetzt plötzlich beide rekrutieren sollten. Hat denn nicht irgendjemand geheiratet? Oh nee, ich habe das verpasst. Ich habe das nur in den Kommentaren gelesen, dass ich schon wieder eine Hochzeit verpasst habe. Dummerweise. Arthur und Duffy haben, glaube ich, geheiratet. Ne, ich muss mal gerade schauen. Sozial? Ja, verlobt. Die sind noch gar nicht verheiratet. Livy und Teddy sind auch nur verlobt. Freund. Ich gucke jetzt nicht, dass einer von den Singles, dass ich da irgendwas übersehen hatte. Bruder, Freund, Vater. Ach, schaut mal. Arthur ist Ricks Vater, auch interessant. Freund, okay, nee, gut. Dann haben wir erstmal nichts verpasst. Wir müssen aber trotzdem nochmal ein Quartier bauen irgendwie. Jetzt ist halt die Frage, ob ich nochmal so einen ganzen Komplex hier bauen soll. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Dann würde ich eher sagen, dass wir den Flur hier nochmal verlängern. So, bis hier. Und dann hier nochmal ein Quartier bauen. Ich guck mal gerade. Wir haben Quartiere 6x5. Dann machen wir das so. Was mache ich denn hier? So. So, ich denke, das ist in Ordnung. Dann haben wir hier noch zwei weitere Räume. Könnten noch ein bisschen weiter erweitern, aber ich denke, es reicht. Das heißt aber, wir müssen auch Strom darüber bringen. Strom ist ja kein Problem. Aber wir müssen auch nochmal ein Rohr rüberziehen und das ist halt nicht so schön. Ziehen wir hier rüber und gehen einmal bis hier jeweils. Dann können wir da unsere Klimatisierung reinsetzen. Mal kurz gucken, wie der Output-Flow ist. Wir haben noch eine Flow-Efficiency, also eine Effizienz von 100%, thermal sogar 300%, alles gut. Da müssen wir uns vorerst keine Sorgen machen. So, jetzt helfen alle hier. Alle, die bauen können, abbauen können, sind da. Wir könnten eigentlich die Wände gleich mitmachen, wenn wir schon dabei sind. Was gleich ordentlich. Okay. Dann lassen wir das erstmal fertig werden. Und ja, ich hatte vorhin eine kleine Unterbrechung in der Aufnahme, weil dummerweise ein Handy geklingelt hat. Von daher weiß ich jetzt nicht, wie lange die Aufnahme insgesamt läuft. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle mal Feierabend. Hoffe, es ist nicht zu kurz. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt an Daumen und Kommentare, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.